Ich grüße euch. Ich wollte mal so ein bisschen quatschen, und zwar, was ich so die nächste Zeit vorhabe. Das ist eigentlich nicht jetzt so viel. Und zwar nächsten Monat, habe ich ja schon mal öfters erwähnt, stelle ich euch meinen neuen Rechner vor. Da werde ich mir einen bestellen. Muss auch sein, denn alles, was ich hier so habe, außer meinen Monitor, der hinter der Kamera steht, ist so, ich sag mal so, Schrott. Ja, es ist uralt, richtig alt, und jeder andere hätte es vielleicht schon weggeschmissen. Aber dann habe ich ja nichts mehr, gell? Geht ja auch nicht. Und deswegen nächsten Monat einen neuen Rechner. Und ja, da kann es eigentlich losgehen. Vielleicht noch eine neue Tastatur und eine Maus. Eine Gaming-Tastatur wäre ganz toll. Eine RGB-Beleuchtung finde ich nicht schlecht. Mal sehen, was es wird, gell? Auf jeden Fall erstmal ein richtig geiler Rechner. Ja, das dazu. Dann mit dem Wohnwagen habe ich auch noch was vor. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich möchte ganz gerne eine vollautomatische Sattschüssel haben. Und ja, ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Kaufe ich eine, die jetzt fest montiert wird auf dem Dach, oder eine vollautomatische, die man überall hinstellen kann? Ja, ja, ist so eine Sache. Was macht man, gell? Ist natürlich auch eine Kostenfrage. Eine vollautomatische Sattschüssel fängt ab 650 Euro an, und nach oben hin weiß ich nicht, keine Grenze wahrscheinlich, gell? Also geht weit in die Tausender rein, gell? Ist gar nicht so einfach. Ich werde mich mal beraten lassen, ich werde mal in ein Fachgeschäft gehen und mal gucken, was die so sagen. Ich werde mal ein paar Meinungen reinholen, was die von den Schüsseln halten, was gut ist, wovon man die Hände lassen soll. Ja, ich weiß es wirklich noch nicht, aber ich hätte ganz gerne eine, denn immer dieses Ausrichten, ja, das geht ja bei so einem kleinen Spiegel, ich weiß nicht, 30, 35 cm oder 40, keine Ahnung, was wir haben. Das ist ja reinste Millimeter-Sache, ja. Und ein Millimeter rechts, links, Bild weg, ein bisschen hoch und dann, ah, scheiße, gell. Habe ich keinen Bock mehr drauf, echt nicht. Dafür ist meine Zeit viel zu kostbar, gell. Wir sind ganz kurz nur auf der Welt, gell. Und dann mit so einem Scheiß beschäftigen, nee, das will ich nicht. Einfach Knopf drücken, 2 Minuten warten und man kann vielleicht die Tagesschau gucken, gell. Das wäre doch klasse, oder? Das habe ich vor, ja. Das ziehen wir schon irgendwie durch. Ja, und ein ganz wichtiges Thema, was ich auch noch machen möchte, ist den Wohnwagen wiegen. Ja, und zwar nicht wiegen lassen, auf einer öffentlichen Waage fahren, denn ich habe mal so ein paar Wagen hier rausgesucht, ein paar öffentliche Wagen und auch private Wagen. Und es gibt da in meiner Nähe hier nicht sehr viel. Es gibt natürlich eine Mülldeponie, und da kann man drauf fahren, ja. Und unser Gespann hat 12 Meter. Ich wüsste aber nicht, wie ich da wenden sollte, um wieder von dieser Waage umdrehen und wieder zurück, ja. Nee. Mit 12 Metern da hinten wenden, also das, was ich gesehen habe, ich war da schon ein paar Mal. Nee, das geht nach hinten los. Da muss ich alles abkoppeln und dann mit dem Mover fahren und nee. Das ist schon mal gar nichts, gell? Deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte mir ganz gerne eine Waage holen, und zwar eine Wohnwagenwaage. Ja, hätte ich richtig Bock drauf, mal den Wohnwagen zu wiegen mit dem Equipment, was jetzt drin ist. Wie schwer ist der Wohnwagen? Ja, wir dürfen 1500 Kilo zulässiges Gesamtgewicht, also ganz Wohnwagen. Und ich nehme mal an, dass wir hart an der Schmerzgrenze sind. Denn wenn man dann alles zusammenrechnet, was wir noch haben einbauen lassen und was wir noch angebaut haben und was wir noch reingelegt haben in den Wohnwagen unter den Betten, da ist ja noch diese ganze Vorzeltgeschichte drin und der ganze Teppich und Plane und noch ein Tisch und so weiter und so fort. Ja, da kommt eine Menge zusammen. Und deswegen habe ich gedacht, komm, kaufst du mal eine Waage, kostet um die 150 Euro. Jo, aber ich denke mal, man kann sich ja selber wiegen, also den Wohnwagen, und man, vielleicht trifft man sich mal, ja, oder man kann sich treffen und dann wiegen wir zusammen euren Wohnwagen. Dann habt ihr auch mal ein Ergebnis, gell? Ja, ich denke mal, es ist sehr wichtig jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel nach Österreich fährt oder durch Österreich, die Strafen sind da sehr, sehr heftig, ja, nicht so wie hier in Deutschland, da kriegst du mal 20 Euro auf die Backe gedrückt und musst den Wohnwagen umladen in den PKW, beziehungsweise nicht den Wohnwagen, sondern den Inhalt in den PKW rein, gell? Ja, und im Ausland, Österreich, Italien, da wird das richtig teuer, ja, also da ist nicht mehr zu spaßen.
Deswegen habe ich das vor. Jo, und ich denke auch, dass ich das durchziehen werde. Denn bis jetzt habe ich ja alles so eingebaut und umgebaut, wozu ich so Lust hatte. Ja, und was kommt noch? Wenn alles gut geht, bekomme ich diese Woche oder nächste Woche einen Dachlüfter. Ja, der ist dann so groß, den kann man oben ins Fenster einbauen oder in den Seitenfenstern. Und dann kann man für B- oder Entlüftung sorgen. Ja, aber das ist noch so ein kleines bisschen eine Sterne. Mal sehen, wann er kommt. Ja, auf jeden Fall freue ich mich drauf. Das ist wieder eine sehr große Herausforderung, das Teil zu montieren. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Ja, so viel von meiner Seite aus. Ich freue mich drauf auf die neuen Projekte, die ich mir so vorgenommen habe. Sind zwar nur Kleinigkeiten, aber immerhin. Ja, und jetzt kommt ja auch, ich nenne es mal so in Anführungsstriche, das große Sommerloch. Ja, das war letztes Jahr so im Sommer und im Herbst. Da sind nicht mal so viele online. Das sieht man an den Statistiken. Die gehen also richtig rapide in den Keller. Ja, und das sind wirklich 6 Wochen. Da sieht man echt, dass die Abonnentenzahlen nicht mal so ansteigen, dass die Zugriffe weniger werden. Nicht? Das ist ja aber auch richtig so, denn wir fahren ja auch alle in den Urlaub oder die meisten. Und vielleicht liegen wir irgendwo am Strand und da haben wir dann ganz andere Sachen im Kopf. Gell? In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und wir sehen uns wieder auf diesem Kanal, wenn ihr möchtet. Bis dann, euer Jan. Tschüss, macht's gut.